Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom SnowRunner Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Eieiei, hier komme ich kurz mal ins Schlingern, da muss ich nochmal gerade so die Kurve kriegen. Wir sind gerade auf der Mission zurück, sag ich mal. Also wir haben ja in der letzten Folge, falls ihr es nicht gesehen habt, Hallo, wie hast denn du hin? Ja, super, da liege ich ja richtig gut auf jetzt. So, kein Problem. Solange immer Bäume in der Umgebung sind, ist das immer eigentlich nicht so dramatisch. Genau, wir sind aber, was ich sagen wollte, auf dem Rückweg von der Mission. Denn letzte Folge hast du ja vielleicht gesehen, dass wir endlich die Mission zu Ende bekommen haben. Sind dann nochmal zu einem Aussichtsturm gefahren, um den zu erkunden. Und auf dem Rückweg davon sind wir jetzt im Prinzip gerade und wollen auf dem Rückweg nochmal schauen, weil da ein Upgrade lag, welches wir vielleicht ja benötigen können. Dann wollen wir uns halt auch das Upgrade. Ja, ein bisschen langsamer bitte, sehr, hallo. Das Upgrade wollen wir uns dann noch einsammeln und, ja, Alter, hier rutscht es aber ordentlich. Zur Concentration. So, da sind wir wieder. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir da hinten irgendwie nochmal längs. Und dann würde ich sagen, müssen wir mal gucken, ob wir nicht langsam mal vielleicht auch einen neuen LKW uns besorgen können. Dass wir die anderen einfach mal verkaufen. Braucht eh kein Mensch mehr. Oder ich den hier vorher auch noch kaputt kriege. Das kann natürlich auch passieren. Damit wir aber einfach auch mal ja doch mal einen neuen LKW bekommen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. So, komm schon. Hier ist so eine schöne Brücke auch noch. Ja, geil. Schön. Besonders schön. Nein. Ich glaube, wir haben fast ein Problem. Gut, ich sage, ich nehme erstmal das Upgrade. Dann löse ich den ganzen Kram mal. Sind wir denn hier weg noch? Oder muss ich uns bergen? Ich glaube, wir müssen uns bergen, Leute. Das nützt nichts. So, individualisieren. Motor haben wir immer noch keinen. Verdammt nochmal. Getriebe können wir auch noch nicht. Erhöhung. Die Erhöhung haben wir, ne? Ja, Reifen. Keine Ahnung. Winde haben wir auch noch keine. Differential haben wir. Das haben wir. Allrad haben wir. Und hier können wir, okay. Dann gehen wir mal in den Truckshop und gucken mal, ob wir hier nicht einen Truck kaufen können. Aber wir können noch keinen kaufen, weil die alle noch zu teuer sind, ne? Den können wir uns kaufen. Können wir uns den kaufen? Den kann ich mir mit Erfahrungspunkten kaufen, okay. Ja, okay, kann ich nicht kaufen. Hier glaube ich gar nichts kaufen, so richtig, ne? Guck mal, wie viele Trucks es gibt. Also, welcher wären eigentlich ganz gut für unsere Zwecke so?
Wäre doch eigentlich sowas hier. Boah, das ist aber ein ganz schön langer Trag. Nee, das ist mir zu groß. Was hier vielleicht? Weiß nicht. Da muss ich mir aber nochmal Gedanken machen, welcher Track hier eigentlich so am besten ist. Der sieht fett aus. Der hat auch mal ein paar vernünftige Reifen am Start. Oder so einer. Tja, Leute. Da müssen wir wohl noch mal ein bisschen Gas geben an der Stelle. Dann lass uns doch mal schauen, was wir hier machen können. Wir hatten ja hier irgendwie, hier war noch mal irgendwie so eine Brücke, die gebaut werden sollte. Das war hier diese Holzbrücke hier, ne? Oh. War hier die Holzbrücke. Okay, dann lass uns da noch mal eben hinfahren. Dann werden wir da nochmal eben ein bisschen Holz besorgen. Für die Brücke. Stopp. So, weiter geht's. Dann werden wir für die Brücke nochmal eben ein bisschen Holz besorgen. Dann haben wir da aber auch einen besseren Zugang. Wie fahren wir denn am besten? So, eigentlich können wir ja hier lang fahren, ne? Hier raus. Dann gleich hier rum. Hier rum zu der Tanke. Hier rum. Ja. Das können wir gut. Das sieht gut aus. So, erstmal wieder Allrad einschalten. Damit wir hier wieder vernünftig durch die Gegend schwimmen, ne? Krass, Handbremse, geh weg. So. Oh. Und dann fahren wir da eben hin und nehmen uns den Job an. Und schauen mal, was der uns so bringt. Hier erstmal schön um die Steine fahren. Besser ist. Besser ist es. Alter. Okay. Jetzt hänge ich fest, oder? Okay, nice, danke. So, der letzte Ast, der da so rumliegt, der ist so der Retter in der Not. Gefällt mir. Ey, was ist das hier für ein Weg? Kann man hier nicht mal so mit so einem Schiebeschild die ganzen Steine zur Seite kehren oder so? Das hätte eigentlich mal was. Hier war dieser komische See, ne? Naja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Oh. Oh nö. Jetzt nicht festfahren hier, Kumpel. Ja, den scheiß Stein, der lass mal da liegen, den brauchen wir eh nicht. Fahren lieber hier rum. So. Ja, ein bisschen durch den Matsch düsen. Oh Gott. Und gerade noch mal so die Kurve bekommen. Hilfe. So, dann gehe ich hier einmal schnell tanken. Sicher ist sicher. Das habe ich ja in dem Spiel gelernt. Tanken sollte man immer und überall, wo man so tanken kann und muss.
Und dann fahren wir da hoch irgendwie weiter. Gibt es doch gleich irgendwo einen Feldweg rein, der da. Irgend so ein Matschweg. Ah, da vorne, okay. Sauber. Hier wollen wir rein. Hilfe. Der ist aber auch ordentlich. Ah, nein, nicht umkippen. Ordentlich am Schleudern hier. Alter Verwalter. So, und ich habe schon die Befürchtung, dass ich den Weg gleich wieder zurückfahren darf. Weil wir ja zum Sägewerk müssen. Das liegt genau auf der anderen Seite der Stadt. Aber egal. Egal. So. Wow. Oh Gott. Ich kenne auch nur Vollgas so, ne? Also ich meine, ich könnte ja auch vom Gas mal gehen, aber warum denn, denke ich mir so. Also immer Vollgas. So, hier sind wir schon auf dem Brückenabschnitt. X. Holzbrücke. Entladen? Nö. Ich will den Auftrag ja eigentlich erstmal annehmen, ne? Warte mal, da muss ich ja jetzt mal kurz. So. Kann ich den nicht annehmen, den Auftrag? Verlorener Container. Aber man kann doch eigentlich die Holzbrücke. Kann man die nicht so annehmen, die Aufträge hier? Ah, da, hier, Holzbrücke. Verfolgung starten. Okay. Jetzt müssen wir wohin? Hier zum Sägewerk. Ich hab's geahnt. Und zwar genau den ganzen Weg wieder außenrum zurück. Ich könnte durchdrehen. Dann lasse ich mich aber zurücksetzen. Das geht schneller. Bergen. Jo. Und verlassen. Und los. Es geht wesentlich schneller, Leute. Als dass ich da die ganze Zeit nochmal wieder zurückdrive. Dann kann ich nämlich gleich auch von der anderen Seite ranfahren, anstatt von der Seite hier. Und das ist nämlich dann auch wesentlich besser. So. Und ich hoffe auch, Leute, wenn die Folge ein bisschen komisch war, weil ich mich auch irgendwie mal wieder ordentlich konzentrieren musste, hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und ja, wenn das so der Fall ist, dann zeigt es mir doch gerne mit dem Daumen nach oben. Und ja, sagt doch gerne euren Freunden Bescheid, dass es hier wieder losgeht mit SnowRunner und auch LS und auch verschiedene andere Games, die jetzt wieder kommen werden, hoffentlich. Ja, möchte ich sehen, dass ich hier mal wieder ein bisschen die Fahrt aufnehme, weil in den letzten Wochen, Monaten war ja viel wegen Prüfungen und so, aber das ist jetzt alles vorbei zum Glück und jetzt kann ich wieder hier meine Energie reinstecken und hier ordentlich Gas geben. Und ich hoffe, ihr merkt das, ihr seht das und ihr habt da genauso Spaß dran. Und ja, wenn das so ist, dann zeigt es mir gerne, lasst ein nettes Kommentar unten da und drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne war es das auch schon wieder für diese Folge. Und ich würde mich freuen, wenn du in der nächsten Folge auch wieder einschaltest. Bis dahin, mach's auf jeden Fall gut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Bauer. Ciao, ciao.